Warum ziehen wir rum? Oder warum wir echt am Dorf gehen? Kumpanei. Es gibt durchaus auch große Unterschiede zwischen dem Herrn Oberbürgermeister und mir. Er ist ein Märklin-Mann, ich bin ein Fleischmann-Mann, was angesichts der Eisenbahnfreunde hier ein ziemlich großes Thema ist. Und das wird sich möglicherweise auch im Gespräch gleich niederschlagen. Ja, wir haben also da schon mal festgestellt, dass wir da eine unterschiedliche Biografie haben. Aber trotzdem, gleicher Jahrgang. Jetzt solltest du eigentlich eine Rede halten. Wüsstest du eigentlich, wem du zu gratulieren hättest? Dem Gebäude. 150 Jahre. In die Jahre gekommen, aber aus dem Dornröschenschlaf erwacht, dadurch, dass es Leute hier in Lüttringhausen gibt, die das wieder zum Leben erwecken. Nicht nur die Eisenbahner, das habe ich ja drin gesehen, sondern Volker hat es gerade gesagt, es gibt eine Idee, was daraus werden kann. Und die ist bestechend und ich würde mich riesig freuen, wenn das hier ganz hinkommt. Das ist der eine Geburtstag. Und der andere, 40 Jahre Eisenbahner Freunde. Wir beide standen ja eben in der Anlage. Ich glaube, wir wären am liebsten da stehen geblieben, hätten weitergespielt. Das ist eine tolle Geschichte, was die da auf die Beine stellen. Die haben gehört, die haben ein bisschen Nachwuchssorgen. Deswegen sollte dieser Tag auch ein bisschen Werbung sein. Das Jüngere, also wir haben festgestellt... Noch jünger als wir. Jünger ist unter 70, haben wir eben festgestellt. Lust haben mitzumachen, denn das ist eine schöne Geschichte. Also wir beide hatten doch gerade Spaß. Ja. Das ist ja so im Augenblick, sagen wir mal, eine eingeschränkte Schönheit. Also diese Asbestkacheln da oben und diese Fassade mit dem abgeklebten Fenster. Kannst du dir vor deinem inneren Auge vorstellen, dass das wieder hübsch wird? Ja, natürlich. Also ich kenne Asbestkacheln, ich habe die am eigenen Haus. Die lässt man am besten hängen, denn alles andere ist eine Katastrophe. Die neue Eigentümerin, die ja nun schon signalisiert hat, Initiativen ja auch Raum geben zu wollen, dass sie genau das auch möglich macht, dass diese Vision, dass hieraus ein toller Treff wird, auch Wirklichkeit wird. Herr Stuhlmüller, zu einer richtigen Stadt gehört eine Kirche, ein Wirtshaus und ein Bahnhof. Jetzt wäre der Bahnhof beinahe weg gewesen, jetzt gibt es wieder Initiativen. Freuen Sie sich? Ja, natürlich freue ich mich. Und wenn man das hier sieht, diesen bedauernswerten Zustand, dann muss man sagen, das ist nur deswegen nicht als großes Ärgernis hier in Lüttinghausen empfunden worden, weil er doch noch ein bisschen am Rand liegt. Also weil man es eigentlich nicht so jeden Tag gesehen hat. Aber schön ist es natürlich nicht. Und hier, ja, hat es mal lange gedauert. Dann hatten wir auf einmal sogar einen Wettbewerb. Wer wird denn jetzt hier dieses Gebäude möglicherweise erwerben? Und jetzt hoffe ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt gehe ich nochmal auf den Volker Beckmann zu. Wir haben ja eben schon so ein bisschen überlegt, was hier alles sein können. Wir haben überlegt den Anschluss an die Trasse, eine Fahrradwerkstatt und. Jetzt sprechen wir mal von der anderen Seite des Gebäudes. Da geht ja auch die Bahn lang. Das heißt, diese Schnittstelle zwischen angenommen, hier fährt jemand mit dem Fahrrad hin, kann das sicher abstellen für den Tag und fährt mit der Bahn dann weiter Richtung Wuppertal, was weiß ich. Oder aber, habe ich gerade die Woche gelesen, dass das mit Köln und Düsseldorf wieder in weitere Ferne gerückt ist, die engere Verbindung. Aber die Schnittstelle, wo verschiedene Verkehrsmittel sich treffen, das wäre doch ein idealer Platz hier. Ja, das ist genau unser Anliegen. Wenn wir die Strecke vom Haus bis zum Arbeitsplatz in Zukunft lösen wollen, dann werden wir mit einer Lösung nicht mehr hinkommen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kulturbahnhöfen haben wir hier die klasse Situation, dass wir hier einen 20-minütigen S-Bahn-Takt haben. Und wenn man einmal umsteigen kann, dann kommt man damit eigentlich fast überall hin, nicht zu jeder Zeit, aber wir arbeiten ja dran. Arbeiten viele auf unterschiedlichen Ebenen zusammen? Ich glaube, die Verknüpfung, also Sie haben wahrscheinlich als Bezirksvertretung Lüttringhausen, als Bezirksbürgermeister nicht so... kein großes, prall gefülltes Geldsäckel, aber Sie kennen auch Leute. Sie kennen auch Firmen, die hier ansässig sind, die ja vielleicht zu begeistern sind als Sponsoren, aber auch als Nutznießer letztlich. Die kann man auch mit einbeziehen. Also wo wir behilflich sein können, da machen wir das natürlich. Ich könnte es mir jetzt auch einfach machen, hier Mittel fordern, die wir nicht selber bereitstellen können. Das ist immer das Einfachste. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir sind auch noch, das muss man sagen, ziemlich am Beginn der Planung. Wir müssen ja erstmal schauen, was kommt denn jetzt hier, was können wir überhaupt machen, wer soll es überhaupt machen. Also wir haben einen Eigentümer, wir haben einen
Verein, der sich hier für eine Nutzung interessiert. Das muss man ja erstmal nachher alles umsetzen. Auch die Frage Parkplätze, Fahrradabstellplätze und so weiter muss man erstmal überdenken, weil wir haben ja zwar, das heißt hier Bahnhof, aber es ist ja kein Bahnhof mehr. Die Haltestellen liegen ja hier ungefähr 150 Meter weiter runter und die andere in Richtung Wuppertal, da muss man sogar noch unter der Brücke durch. Also wenn man hier einen Halteplatz jetzt oder einen Abstellplatz macht, wird der für bestimmte Bereiche eben nicht genutzt werden. Wir müssen halt viel nachdenken, die Planung erstmal erstellen. Ja, da sind wir darauf angewiesen, die Stadt selber plant nicht. Wir können nur anbieten, wo wir unterstützen, auch beim Sponsoring, beim Hereinholen, beim Herstellen von Kontakten. Da sind wir natürlich dabei. Politik lässt sich am ehesten dann begeistern, wenn sie einfach auch merkt, dass das, was diskutiert ist, nicht nur eine Meinung von drei, vier wenigen ist, sondern wirklich auch etwas ist, was sich in der Bevölkerung immer breiter macht. Was muss jetzt als nächstes passieren? Ja, also da kennen wir uns jetzt auch lange genug. Die Wege sind da auch ganz kurz. Wir brauchen natürlich Vorschläge und auch eine, wie soll man sagen, eine Zusage mit einer gewissen Verbindlichkeit. Was kann jetzt ein Verein oder wer auch immer nachher hier Nutzer dieser Anlage sein wird, was kann der leisten und wo wird die Unterstützung der Stadt dann tatsächlich benötigt? Ich glaube, dass mir so als Geschenk gekommen ist, dass nicht nur der Bahnhof, sondern auch die Eisenbahnfreunde und der Heimatbund aus dem Dornröschenschlaf wach geworden sind und haben gesagt, hier schlummert eine Aufgabe. Das scheint jetzt hier transportiert zu sein. Zweitens, wir brauchen Geld. Also auch dieses Fest soll dafür Geld berappen. Also geben Sie bitte auch reichlich Geld aus. Das geht in dieses Projekt der Bahnhofsförderung. Und das Dritte ist eben, dass der Vermieter gesagt hat, wenn er aus dem Urlaub zurück ist und so gerechnet hat mit seinen Zahlen, dass er sich dann mal mit uns unterhalten wird, was man aus dem Erdgeschoss machen kann. Aber auch der obere Teil, wenn die Eisenbahnfreunde zum Beispiel unten eine Gaststätte betreiben wollen, dann ist es auch leichter, wenn oben Räume sind, die damit kompatibel sind, als wenn da Anwohner oben drauf sind, denen das nicht so gut gefällt. Also wir suchen eigentlich Leute, die dieses Gebäude dann auch bewohnen wollen oder auch Leben fürchten. Sei es als Wohnung oder auch als Büroräume. Und dann ist mir natürlich ganz wichtig, dass dann Nachhaltigkeit und Klimaschutz draufsteht. Und von mir aus auch bioregional und fair, wie wir es im Weltladen haben, wie man es heute an diesen Ständen auch sieht. Und dieses Bündnis muss jetzt geschmiedet werden und da müssen wir vor Weihnachten ein Konzept haben. Thank you.